Die Arbeiten am neuen Feuerwehrgerätehaus konnten in den letzten 4 Monaten sichtbar verfolgt werden. Nachdem der Boden vorbereitet wurde, folgte eine Sondergründung des Untergrundes bis hin zum Gießen einer ersten Betonschicht in der letzten Woche. Bis zum vergangenen Dienstag waren alle Maßnahmen beendet, um die feierliche Grundsteinlegung durchzuführen. Dazu waren Bürger, Stadträte und Stadtverwaltung sowie die Kameraden der Feuerwehr am Morgen auf das neue Feuerwehrgelände gekommen. Den Startschuss gaben die Kinder der Entdecker-Kita Columbus. Stein auf Stein, Stein auf Stein, das Häuschen wird bald fertig sein. Stein auf Stein, Stein auf Stein, das Häuschen wird bald fertig sein. Bürgermeister Dirk Fuhlert begrüßte die Anwesenden mit einer kurzen Rede. Die Grundsteinlegung ist ein uralter Brauch. Schon die Völker des Altertums pflegten ihn, um die bösen Geister zu vertreiben. Mit unserer Grundsteinlegung versuchen wir auch sozusagen die bösen Geister zu vertreiben. Unser Gerätehaus soll den Kameradinnen und Kameraden der Feuerwehr helfen, ihre verantwortungsvolle, ehrenamtliche Arbeit in bestmöglicher Form zu vollbringen. Dazu muss auch das Gebäude seinen Zweck gut erfüllen. Ministerialrat Lutz-Georg Bergling überbrachte die Grüße des Innenministers Holger Stallknecht. Wir sind froh, dass wir so ein Vorhaben hier fördern können. Der Landtag hat ja das sogenannte 100-Millionen-Sonderprogramm in den Haushalt eingestellt, mit dem wir endlich den Feuerwehren etwas mehr unter die Arme greifen können und den Gemeinden natürlich. Wir fördern mit den Mitteln zur Hälfte Feuerwehrgerätehäuser und zur anderen Hälfte Fahrzeuge. Bei den Gerätehäusern ist es natürlich ein Zeichen von Nachhaltigkeit. Der Standort muss stimmen, die Feuerwehr muss stimmen und man kann es eben im Gegensatz zu einem Fahrzeug auch nicht mehr umsetzen, in der Regel. Wir sind aber überzeugt, dass das hier in Hettstedt der Fall ist. Die Kameraden stehen hinter dem Projekt, freuen sich auf die Fertigstellung und demzufolge will ich hier ganz herzliche Grußworte unseres Ministers ausrichten und Ihnen die Urkunde, die wir gerne in die Zeitkapsel legen wollen, kurz verlesen. Kupferstadt Hettstedt, Grundsteinlegung, Neubau des Feuerwehrgerätehauses Obermühlenstraße 11 in Hettstedt. Der Grundstein, wie auf Felsen steht und so Jahrhunderte durchlebt, damit er sich misst an der Zeit mit Erwartung und von Beständigkeit. Magdeburg, den 3. September 2019, Holger Stallknecht, Minister für Inneres und Sport des Landes Sachsen-Anhalt. Wir wollen heute zu dieser Grundsteinlegung eine Zeitkapsel im Gebäude hinterlassen. Auch wenn wir unser Feuerwehrgerätehaus für einen langen Zeitraum geplant haben und auch bauen werden, nichts ist aber auf dieser Welt für die Unendlichkeit. Und vielleicht wird irgendwann in 100 Jahren, 120 Jahren, wir wissen es nicht, das Gebäude sogar wieder umgebaut oder sogar abgerissen. Wird dann unsere Zeitkapsel gefunden, soll sich dieser zukünftigen Generation etwas über den Bau, die hier versammelten und unser Leben im Jahr 2019 erzählen. Natürlich können es nur Alltagsfragmente sein, die anhand der Gegenstände den Findern der Zeitkapsel übermittelt werden. Münzen, eine Tageszeitung, ein Stück Kupfer und das Emblem der Hettstedter Feuerwehr waren einige Dinge, die in die Kapsel kamen. Fest verschlossen konnten Bürgermeister Dirk Fuhlert, Ministerialrat Bergling und Wehrleiter Ingo Warschawski die Kapsel mit guten Wünschen in einem Betonblock einmauern. Möge dieser Grundstein symbolisch auch für unsere guten Wünsche stehen und ich wünsche dem Bau keine Pannen, eine zeitgemäße Erfüllung und dass alles gut gelingen möge. Die Stadt Hettstedt baut hier mit eigenen Mitteln und mit Landesmitteln in geringerem Maße für die Feuerwehr ein neues Zuhause, ein neues Gerätehaus und daher sage ich ganz kurz, allzeit gut wir. Möge dieses neue Gerätehaus Heimstatt und Wirkungsstätte für zukünftige Generationen von Feuerwehrleuten sein, zum Wohle unserer Stadt und vor allen Dingen zur Sicherheit unserer Bürger. Damit war der Akt der Grundsteinlegung beendet und in den nächsten Monaten kann das Gerätehaus Form annehmen.